Hey, hey, GameKit hier. Willkommen zurück zu einer, ich kann verdammt nochmal nicht schlafen, Folge. Ja. Ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Oder dass du wieder dabei bist, weil wenn du das hörst, dann bist du offensichtlich dabei. Ich sollte vielleicht erstmal einen Happen essen, bevor ich mich mit den Goblins da vorne anlege. Wäre vielleicht eine gute Idee. Lecker Schinken und Brot. Lecker, lecker, lecker. Ja, also da sind noch einige. Aber da wir bisher ganz guten Erfolg damit hatten, die guten Platz zu machen, würde ich sagen, dass wir auch das jetzt schaffen können. Mit etwas Glück. Ich brauche einen anderen Winkel. Der Wasserfall lenkt mich schon genug ab. Ja, 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 du hörst mich. Und er kommt schon, alle, ihr kommt schon. Kommt schon, Kollege. Einer von euch traut sich bestimmt. Bitte nur einer von euch. Einer von euch. Ja, so läuft das. So, ja. Hätte ich jetzt auch etwas geschickter anstellen können, aber naja. Schnell wieder was futtern. Ich kann es kaum erwarten, bis ich die mit einem Schlag platt machen kann. Nur dann wird es mir wahrscheinlich nichts mehr nützen, weil dann keine mehr da sind. So, dann laufe ich mal kurz hier rüber. Schnuckiputz. Magst du kommen? Ja, komm. Ja, komm. Oh, jetzt kommt ihr alle. Wie seid ihr denn drauf? Mann. Euer Gequietsche wird mir fehlen. Ja, ja, das hatten wir doch schon. Hm? Ernsthaft, geht ihr jetzt? Ah, lauf, 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 lauf. Speichern zwischendurch? Ist immer eine gute Idee. Ja, ja, ist ja gut. Du bist wirklich so beinahe, ne? Brauche ich eigentlich ein bisschen mehr Stärke. Au, 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 au. Beruhigt euch mal, beruhigt euch mal. Mich nix Angst. Ah, hier ist das Ding jetzt zu Ende. Ich muss schwimmen gehen. Ja. Ihr könnt nämlich nicht schwimmen. Haha. So, dann mal schneller rüber hechten. Ja, bergauf ist immer so eine Sache. Aber es dauert halt auch eine Weile, bis die hier rübergekommen sind. Und das heißt für uns, dass wir kurz mal was futtern dürfen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Komm schon, Kollege. Mach hin. Muss reichen. Wo hast du die anderen gelassen? Hängen die noch da fest? Nee, die haben sich eine neue Ecke gesucht. Die chillen jetzt da hinten am Strand. Ich kann es hier nicht verdenken. So, ihr Lieben. Das war doch beinahe ein fairer Kampf. Hm? Gute Sache. So. Zwip, zwip, zwip. Nein, ich weiß, dass der nichts dabei hat. Nagelkeulen. Ach komm, lass liegen, ey. Ja, und so schon mehr als genug Zeug, dem wir gar nicht wissen, was wir überhaupt damit anfangen sollen. Guck mal hier, aufrecht ein Schürhaken, ja, ein Trank und ein Kochlöffel. Ja. Also man sieht, die Goblins, die wissen ganz genau, was es so gibt und holt sich das dann auch. Wow, das war grandioses Deutsch, ich weiß. So, auf dem
Rückweg gehen wir dann auch wieder da durch den Wald, aber jetzt erstmal auf ins neue Lager und seinen Zettel abgeben. Do, 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 do. So. Schwimmi, schwimm, 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 schwimmi, schwimm, schwimm. Also, gleich. Noch gerade jetzt nicht. So, da, da, da. Und schwimmen. Ja. Ich bin so froh über unsere Axt. Ist wunderschön. Und ich habe ganz vergessen, ob Laris was dazu sagt, dass wir seine Axt haben. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt NPCs, die da einen Ton zusagen. So viel steht fest. Und wir können ja gerne mal kurz schlafen gehen. Schwupp. Auf Bettkante. So. Und dann mal kurz. Ja. Hey, du hast da drinnen nichts zu suchen. Schon gut, schon gut. Ja, ist besser so, ey. Ich glaub's ja nicht. Ich hab ja vergessen, mit wem er hier redet. Das sind jetzt alles meine Hütten. Von jedem einzelnen Banditen. Es gehört alles mir. So. Ich habe mich langsam auch in unsere Hose gewöhnt. Ist vielleicht auch besser als die Skinny-Edition, die wir davor hatten. Aber hey. Na, was man hat, hat man. So. Dum, dum, dum. Es wird nicht. Schon wieder aufstehen. Na, ich fühle dich, Mann. Ich muss auch. Du schon wieder! Was denn? Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Die haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Toros geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Toros ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Nicht was. Kann ich jetzt rein oder was? Geh nur. Laris werden die Augen aus dem Kopf fallen. Hm. Ja. So. Du trägst meine Waffe? Ja, ich muss dir wohl auf die Flossen hauen. Ja, er erinnert sich, er erinnert sich, er erinnert sich. Lauf! Er erinnert Lass sich. Lass dich hier nie mehr blicken. Ja. Ist aber auch gar kein das Problem. Ich muss halt nur immer dran denken, ne? Erstmal abwarten. So. Also, er erinnert sich. Es fällt ihm auf und er hat was dagegen. Spop. Warte. Komm mal hier rum. Ganz vorsichtig anquatschen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Kannst du gerne haben, aber ich hab hier, guck mal. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer, das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Ei, ei, Kapitanski. Nochmal kurz eine Frage stellen. Ich glaube, bei ihm müssten wir jetzt auch soweit sein, dass er sagt, ja, Mensch, ne? Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Das will ich meinen. Und ich habe sogar ein Geschenk für dich. Eine bessere Rüstung. Nicht viel. Also er würde, wenn er könnte. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir das auch machen. Es sei denn, du möchtest das. Also, schreib mir bitte, bitte, bitte in die Kommentare, ob du möchtest, dass wir uns diesem Lager anschließen oder doch dem alten oder vielleicht doch der Sekte. Da müssen wir übrigens auch nochmal hin, damit Korkalum seinen Sumpfgott bekommt. Nach so 3 Wochen. Huch, da wollte ich nicht runter. Oh, abgesoffen. Ja, hoch, hoch mit dir.
Kacke, ich komme nicht anständig hoch. Halt hier. So. Okidoki. Dann geht's jetzt gleich ins alte Lager. Also der ist bis immerhin jetzt langsam geschafft, die Wand runterzugleiten. Das ist auch eine Sache, die man mit Gefühl machen muss. Da sollte man sich nicht hetzen lassen. Da muss man mit sehr viel Gefühl rangehen. Auf jeden Fall, ja. Schwupp! Oh, das sollte eigentlich ein bisschen cooler aussehen, aber okay. Lass halt dir Zeit. Ja. Ich würde auch gerne die Gardisten vorne ein wenig anprügeln. Naja, die uns gesagt haben, ja, du, das alte Lager, das ist unter der Brücke. Also, nicht mal eine freundliche Auskunft können die geben. Aber gut, wir sind jetzt auch nicht gerade die freundlichste Gruppe. Aber was muss, das muss, ne? Und vor allem müssen wir von irgendwas leben. Sonst sieht es schlecht aus. Ich glaube, hier hatten wir auch soweit schon alles abgegrast an Kreaturen, die man hier so meucheln kann. Aber das ist sowieso nicht mehr allzu viel gewesen. Ich finde es auf jeden Fall super. Die Atmosphäre in Wäldern ist einfach richtig gut. Und die gruselige Musik und Vegetation. Und dann, wenn du raus bist, plapp, alles wieder gut. Alles gut, du lebst noch. So, wollen wir es mal versuchen? Ich glaube, die verteidigen sich... Au, 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 au. Au, 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 au. Die verteidigen sich, glaube ich, gegenseitig. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ne? Brückenwache. Ja, doch. Was tut ihr? Oh, ihr kleinen Lutscher. Ihr kleinen Lutscher. Na gut, wenn ich es schnell genug mache, dann kriege ich es so leicht hin. Ich versuche es noch einmal und wenn es dann nichts wird, dann entschuldige ich mich. Nein, 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 nein. Ich will den nächsten erstmal. Oh. Na komm, das war gut. Okay, einmal noch. Du hast gesehen. Den ersten habe ich so gut platt gemacht, aber dann konnte ich den zweiten nicht anständig anvisieren, sonst hätte er keine Chance gehabt. Muss man hier den Weg auch nicht mehr laufen. Also zack, 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 zack. Und zurücklaufen, damit ich den anderen anvisieren kann. Wupp. Ja, siehst du, wie schön das geht. So, dein Schwert nehme ich auch. Dankeschön. Ja, ihr Lappen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Und wir können dem einen Kollegen das Amulett geben von Neck. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Kann er gerne wieder haben. Gegen die sollte man es nicht versuchen. Die haben eine Rüstung, die ist ein bisschen sehr viel besser. So, also erstmal rüber zu unserem Freund. Hallo. Ich habe auch einen Bogen, genau wie du. Ich habe die Liste von ihnen. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Mach's gut. Ganz kurz nochmal. Ich speichere das mal kurz hier. Und lade das hier nochmal. Ich hatte vergessen, dir die Liste zu zeigen. Weil das kann man tatsächlich sehen. Und zwar bei Schriften. Das ist sie. Erweitert. Bedarfsliste. 20 Laib Brot, diesmal aber nicht das verschimmelte. 25 bis 30 Äpfel, 10 mal Käse, 1 mal Suppenkelle. Haben wir sogar dabei. Eine Bürste. Wie süß, hm? 5 Spitzhacken und 3 Hämmer. Und reichlich Sumpfkraut. Weiß ja, erste Lieferung im Monat. Die Lieferung sollte übermorgen da sein. Ian.
Was mir gerade noch einfällt, 30 Flaschen Bier, 3 Flaschen Wein, 25 gebratene Scavenger-Coin und ein halbes Dutzend Ersatzwaffen. Also, so sieht's aus. jetzt können wir das andere laden. La 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 laden. Ja, also, so ist es dann. Wird das einfach so gemacht und wir bekommen halt trotzdem die Erfahrungspunkte und wir können uns trotzdem dem Lager anschließen. Also es spielt quasi überhaupt keine Rolle, dass wir den da übers Ohr gehauen haben. Diego ist es, wie gesagt, sowieso vollkommen egal. Was sagt der eigentlich? Guten Tag, ich will mich eurem Lager anschließen vielleicht. Lass dir Zeit. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baal Taran. Von der Bruderschaft des Schläfers. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kur Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Also, wir sollten das nicht sagen, aber wenn man es tut, zeige ich dir, was passiert. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Ach. Und woher hast du den? Den haben dir die Magier gegeben, bevor sie dich hier reingeworfen haben. Richtig? Du bist ganz schön dumm, das so rumzuerzählen. Aber keine Sorge. Ich behalte's für mich. Nur tu dir selber einen Gefallen und erzähl es keinem anderen, ja? Die Leute hier schneiden dir für sowas die Kehle durch. Die Belohnung, die es für eine Nachricht aus der Außenwelt gibt, will jeder gerne kassieren. Ich muss in die Burg. Das hatten wir doch gerade. Himmelherrgott. Das geht. Ist ja. Sorry. Genau. Also leider Gottes kann man es hier halt niemandem erzählen, da einem tatsächlich dann irgendwie was abnimmt. Die sind alle immer ganz nett. Hi. Ich habe Neck gefunden. Gut. Hast du dafür Beweise? Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Ja, ich habe es schon eine Weile behalten, aber davon musst du ja nichts wissen. Wenn man was von mir will, dann dauert es halt ein paar Wochen. Aber man bekommt es am Ende. So, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit oder einen anderen Auftrag, den wir noch nicht gemacht haben. So, schlaf. Du da gesund und fit bist. Denn jetzt gibt es noch was zu erledigen. Hier springen wir mal noch vorbei. Obwohl, weißt du was? Nee, hab jetzt keine Lust auf den Typen. Der kommt aber noch. Yay, unser... Oh, verdammt. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Hi, doch reingelatscht. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Verpiss dich. Bist heute nicht so gut drauf, was? Ich glaube, ich komme mal besser mit. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Ja, ist eine Überraschung. Guten Tag. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Zwei, drei Hier, Suppenkellner. Nimm drei Portionen. Ja, guter Mann. So, dann würde ich gerne nochmal zu dir. Fingers. Kavalon habe ich ja schon. Würdest du nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen? Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im...